Produktion von Produkten auf jeden Fall die Fehler ausmerzen kann. Das ist halt, was hier passiert ist. Das heißt, auf einmal wurde viel, viel, viel mehr konstruiert und vorweggeplant und danach einfach nur noch reproduziert. Und wenn wir uns die Variante angucken, ich meine, Willi Dehler, auch Kalle heute noch, aber auch Willi, das war damals das ist eine wahnsinnige Persönlichkeit gewesen. Die haben fast 4000 Variantas hier gebaut, ja, im Sauerland. Und wahnsinnig viele hier verkauft auf der Messe. Für Friedrich, der kam da eigentlich auf die Bühne, ja, weil er viel mit Fasern macht. Genau. Also letztendlich war das natürlich ein riesiger Sprung, weil man eben nicht mehr ein schon vorgegebenes Material hatte, sondern Material, was erst während des Bauprozesses entstanden ist. Wir hatten dann eben die Glasfasern, die einfach so unglaublich drapierfähig sind, bevor sie mit dem Harz in Kontakt kommen. Und wodurch wir letztendlich auch, ich sag mal, gar nicht unbedingt mehr den hoch ausgebildeten Bootsbauer brauchen, um ein Boot zu produzieren, sondern eben ja die Negativform schon hatten. Die mussten natürlich recht aufwendig von Bootsbauern gebaut werden. Aber ja, wir waren plötzlich bei der Reproduzierbarkeit durch die Fasermaterialien. Ja, auf jeden Fall, was rauszustellen ist, reiner Freizeitspaß, ja, in der Zeit zu segeln. Ja, es war der Wahnsinn, es war ein Gefühl der Freiheit, hat mein Vater mir immer erzählt. Die Leute sind mit der Variante über den Brenner gefahren nach Italien, entweder mit dem Campervan oder der Variante. Und wir sind immer noch im Freizeitbereich gewesen. Jetzt gucken wir uns mal die Messe heute an. 2019, es ist momentan eine relativ spannende Zeit, würde ich sagen, im Bootsbau, weil aus meiner Sicht des Konstrukteurs ist es fast nicht mehr begreifbar, wie sich die Geschwindigkeitspotenziale der Schiffe entwickelt haben. Wenn man sich das vorstellt, also vor 1950 waren 10 Knoten eine irrsinnige Geschwindigkeit für ein Segelboot. Ja, heutzutage fährt irrsinnig für mich so ab 25 Knoten ab. Ne? Das heißt, Heulen ist heutzutage ein Thema. Es sind sehr, sehr interessante Produkte hier auf der Messe. 1915 Halle 15 steht hinten in der Ecke an der Wand ein Feulener Jollkreuzer. Lago 26, ich würde es mal als Jollkreuzer jetzt betiteln, haben die umgebaut, sodass das Ding fliegen kann. Da haben wir ein Feuling-Ding hier auf der Messe stehen. Das heißt, es gibt schon ein paar Sachen. Stellt sich direkt die Frage, die wir uns immer stellen, ist das noch Segeln oder ist das schon Fliegen? Ja, das überlassen wir ihm selber. Wir haben heutzutage hochkomplexe Formwerkzeuge aus GFK, also Glasfaserverstärkten Kunststoff oder sogar auch auf CFK oder aus Metall heutzutage. Ich habe gerade gelernt, dass ein chinesischer Marktbegleiter von uns jetzt 30 Fußboote aus Aluminiumform baut. Die schleudern jetzt mit Preisen um sich, das ist der Wahnsinn. Wir haben die absolut modernsten Massenfertigung heutzutage in Europa stehen. Wer mal die Chance hatte, in Giebelstadt oder Greifswald mal in so eine Fertigung zu gucken, ist der absolute Wahnsinn. Wir haben heutzutage Plattenlager, wo die Sperrholzplatten sortiert werden nach Luftfeuchtigkeit vom Roboter. Die Sachen werden alle gefräst, der Fehler ist ausgemerzt. Es sind bei Hansefahren die 2,5 Stunden Takte, ein Fließband, haben ein großes Band, ein kleines Band. Das ist einfach absolut beeindruckend. Economy of Scale, das heißt auch für uns klein, wir brauchen es gar nicht mehr versuchen, irgendwie groß zu werden, weil wir können es nicht mehr aufholen. Die können ihre Preise jetzt machen. Bei Benetton Stand steht jetzt der Oceanis 30.1, 30 Fußschiff für 60.000 Euro, glaube ich, inklusive Mehrwertsteuer. Da sagen wir Jungs auch, sorry, sind wir raus. Ja, geht nicht, können wir gar nicht mithalten, wollen wir gar nicht mithalten. Hightech-Regatta-Boote, hatte ich schon gesagt, da ist, glaube ich, hier das Spannendste, dieser kleine Lago, die wir haben, aber auch wenn wir uns die strukturellen Sachen heutzutage angucken. Das hier soll ein Bild von dem letzten Alinghi-Katamaran darstellen, den mein Vater mit konstruiert hatte. Ich hatte die Chance, da als Bootsbauer zu arbeiten. Das ist nur noch eine reine Verstagung. Also es sind überall nur noch Kohlefaserstagen, überm Netz, unterm Netz, oben am Mast. Sind alles nur noch zusammengehalten. Wir reden über wahnsinnige Lasten im 100-Tonnen-Bereich teilweise bei solchen Schiffen, die da auf einmal auf den Wanden sind. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja? Komplexe Geometrien, ist klar, es wird immer mehr komplexer, es werden immer hochkomplexere Faserstrukturen, die da entstehen heutzutage. Wir arbeiten mit Prepregs heutzutage, das heißt, es sind nicht mehr chaotische Fasern, die mit Polyester vollgespielt wurden, sondern es sind schön ordentlich sortierte Kohlefaseranlagen. Aber was ich eigentlich spannend finde, und deswegen steht er da auch so, ist, dass heutzutage was Neues auf die Bühne gekommen ist und was interessant ist, wie Friedrich eigentlich zum NFK gekommen ist. Ja. Und zwar genau, also man hat halt immer mehr Expertise gesammelt. Das heißt, was Alexander auch gerade schon sagte, dass wie das Ganze anfing, das heißt mit Polyester-Bierfasern, die mit Polyesterharz getränkt wurden. Der Bootsbau hat heutzutage natürlich einfach gar nichts mehr damit zu tun, weil das wirklich
ja, sehr komplexe Strukturen sind, die alle berechnet sind, wo jede Faser berechnet ist und man sich genau vorher anguckt, wo welche Faser liegen muss. Ich persönlich, ich habe Holzputzbau gelernt und habe dadurch natürlich oder einen sehr schönen Bootsbauwerkstoff kennengelernt. Ich habe aber sehr schnell nach meiner Ausbildung gemerkt, dass das nicht das Material ist, was wirklich kommerziell verbaut wird. Die Serienfertigung findet nun mal in GfK statt. Ich habe dann einige Jahre im Kunststoffbootsbau gearbeitet und fand das faszinierend, fand das einfach sehr beeindruckend, wie leicht man bauen kann, wie absolut formfrei man ist, wie reproduzierbar die Materialien sind und ganz einfach, wie langlebig das Material ist. Was mir aber einfach überhaupt nicht gefallen hat, waren die Materialien selbst, weil aus der Sicht des Bootsbauers macht es halt einfach also gar keinen Spaß, diese Materialien zu verarbeiten. Das heißt, diese Glasfaser, die jucken auf der Haut, das sind ja, schädliche Harzsysteme, mit denen man in Kontakt kommt. Und ja, daraufhin habe ich mir ganz einfach Gedanken gemacht, ob wir alternative Materialien nutzen können. Das heißt, dass wir bei der gleichen Fertigungsweise bleiben, dass wir Boote im Vakuuminfusionsverfahren fertigen, aber natürliche Materialien nutzen, die einfach die fossilen Rohstoffe ersetzen. Das heißt, es ist natürlich einfach auch enorm zu sehen, wie viel Liter Rohöl in so einem Bau von so einem Boot fließen oder wie viele Glasfasern das auch sind. Letztendlich habe ich mir einfach die Aufgabe gestellt, alternative Materialien zu finden. Ich bin dann recht bald auf die Flachsfaser gestoßen, die Glasfaser ersetzt, weil wir da vergleichbare Festigkeitseigenschaften haben. Wir haben verschiedene Kernalternativen. Zum einen bauen wir Boote mit Kork als Sandwichkern. Jetzt gerade bei dem Daysailer, den wir in Halle 15 stehen haben, da haben wir recycelte Plastikflaschen genutzt, das heißt PET-Flaschen, die dann wiederum eingeschmolzen werden und zu einem Schaummaterial wieder verarbeitet werden. Das sind wirklich ja, Alternativen, die wir zum einen die am Markt erhältlich sind und die wir eben in der gleichen Technik verarbeiten können und mit denen wir eben auch gleiche, ja, vergleichbare Festigkeiten bekommen. Das heißt wirklich ernsthafte Alternativen zu den herkömmlichen Materialien. Wir sind auf jeden Fall immer noch im Freizeitbereich. Ja, wenn wir uns das angucken, was wir hier betreiben, ist das ein relativ sinnloses Hobby, aber es ist sehr schön, was wir machen. Ich finde, Segeln ist für mich eine der tollsten Sachen, die man betreiben kann. Deswegen mache ich es beruflich, genauso wie Friedrich auch. Aber wir haben auf jeden Fall den Gedanken daran, dass es so nicht weitergehen darf, wie es momentan passiert. Das heißt, wir müssen drüber nachdenken, wir müssen neue Wege finden, um irgendwie unsere naturfaserverstärkten Kunststoffe irgendwie weiter zu verbreiten. Wir beiden kämpfen gegen Windmühlen teilweise. Wir sind, würde ich mal behaupten, die Einzigen, die das machen momentan. Wir kennen keinen anderen, der das macht und wir sind sehr, sehr traurig. Auf der Bentley 930, unserem neuen Konzept, was wir drüben stehen haben, ist zum Beispiel schon von Friedrich das gesamte oder fast das ganze Interior aus diesen Platten gebaut worden. Das heißt, es spricht auch überhaupt nichts mehr dagegen. Es kostet ein bisschen mehr Geld. Das Biohütchen kostet auch ein bisschen mehr Geld heutzutage, aber ich esse es richtig gerne, sonst esse ich halt keins. Ja. Aber das überlassen wir eben selber. Das liegt ja auch an unserer Generation, das jetzt weiter zu treiben. Wir sind ganz klar im Freizeitbereich, wie ich gesagt habe, und jetzt wurden wir eigentlich das Witzigste gefragt von den Jungs hier. Überlegt ihr euch doch mal, wie das in 50 Jahren aussehen könnte, das Ganze hier. Kann ich nicht, weil wenn wir das könnten, dann wären wir definitiv jetzt nicht gerade hier. Ja? Aber wir haben gesagt, es ist ja für uns alle hier zusammen wahrscheinlich relativ schlüssig, was in den nächsten Jahren passiert. Das heißt, wir sind uns einig, wir beiden auf jeden Fall, dass es keine Basis ist, weiter auf fossiler Brennstoffbasis unsere Boote zu bauen. Wir können nicht irgendwas aus der Erde pumpen und damit Schiffe bauen. Und wir wissen auch alle hier im Raum, irgendwann ist vorbei, weil irgendwann ist auch nichts mehr da, wenn wir so weitermachen. Um den Kreis zu schließen von meiner Seite, wir waren bei der Kokosnussschale, die geschwommen ist, dann waren wir bei der Spannenbauweise, wo von außen Planken drauf kamen und sind zur GfK-Form gekommen, zur Reproduzierbarkeit.
Ich denke, dass in Zukunft sehr viel mehr im 3D-Druckbereich passieren wird. Es passiert jetzt schon sehr, sehr viel. In Kiel werden schon Tankersektionen heutzutage, Laser-Sinter-Verfahren gebaut. Die sind noch nicht kommerzialisiert, aber die Techniken entstehen jetzt gerade. Und das heißt, ich stelle auch die Hypothese einfach auf, dass es nicht mehr so viele Massenboote geben wird in 50 Jahren, sondern wir eher in der Lage sind, für jeden von Ihnen hier im Publikum Ihr Boot zu drucken quasi oder zu produzieren, wie das dann genau passiert. Aber es können dann alles eigentlich wieder Einzelbauten sein. Damit reinspielen wird, das ist bei uns jetzt heutzutage bei Julius Rodig im Büro von meinem Vater, bei uns ist es schon so, dass wir mit sehr komplexen Computern die Strukturen berechnen. Ich denke, das wird noch weitergehen und der Computer wird unsere Vorstellungskraft da schnell überholen, was passiert. Es haben immer mehr organische Strukturen und Bionik einen immer größeren Einfluss bei uns in der Strukturberechnung. In die Richtung wird es gehen. Klar, immer noch komplexe Geometrien, aber was relativ spannend ist, ist, denke ich mal, aus der Faserperspektive, was passieren wird. Genau, richtig. Also da entwickelt sich halt gerade noch unglaublich viel. Die ganzen Hardsysteme, wir testen gerade eben auch Hardsysteme, die ja, wirklich rezyklierbar sind, wo man nach der Nutzungsdauer die Fasern wiederum aus dem Verbund lösen kann und wieder weiterverarbeiten kann. Das wird auf jeden Fall in die Richtung gehen und eben durch die Optimierung der Strukturen und der Berechnung wird man natürlich auch immer weniger Materialien benötigen bei dem Bau eines Bootes. Ja, das Spannende ist, was wir uns heutzutage viel angucken, ist, wenn Sie sich vorstellen, wie so ein modernes Laminatsegel gebaut wird, da sind ja schon jede Faser, ist ja einzeln schon hingelegt quasi und genau von uns berechnet oder vom Segelmacher berechnet, wie die Lasten sind. Wenn man bei Airbus in die Fertigung guckt oder auch bei BMW im Bereich, die werden heutzutage schon, die Airbus-Flügel werden, da stehen keine Leute wie wir und legen da ein paar Matten drüber und kleistern ein bisschen rum, sondern die werden jetzt schon mit so Tape-Drivern gebaut. Das heißt, das sind so Roboter, die beim Segelbau, die rüberfahren und jede einzelne Kohlefaserlage hinlegen. Und wenn wir uns das angucken, zusammen mit 3D-Bau, können wir uns auf jeden Fall gut vorstellen, dass es sehr viele, sehr schöne individuelle Boote geben wird. Was uns ganz doll am Herzen liegt, Friedrich und ich sind Segler, wir sind auch, segeln auch gern ganz gemütlich aus einem schönen Piraten rum, wie er hier steht. Für mich muss ein Boot nicht fliegen, für mich ist das Wichtigste, dass uns Seglern unser schönes Segeln gelassen wird in der Zukunft. Ich brauche nicht mit 40 Knoten irgendwo lang fliegen, ich bin total glücklich auf meinem kleinen alten Segelboot und bin mit 5 Knoten unterwegs auf der Elbe, kann trocken fahren und lasst mich alle in Ruhe. Aber das mit dem Fliegen wird man klar auch sparen. Wir sagen einfach, über Kiten, diese Geschichte Surfen nur mit Drachen oben dran, da hat sich auch eine ganz neue Art entwickelt. Da sagt auch keiner mehr, das ist Surfen, sondern es ist Kiteboarden, obwohl es auf dem Surfbrett passiert. Ich denke immer, dass Foilen genauso eine Geschichte ist, dass wir irgendwann sagen, ich foil oder ich segel. Ja, Wikipedia definiert Segeln immer noch mit einem Segel, was Vortrieb erzeugt. Das machen wir auch beim Foilen. Für mich persönlich ist es kein Segel mehr in diesem Sinne. Um den zweiten Punkt zu schließen, wir haben jetzt immer gesprochen über Fischfang, Landfahrt, Gütertransport, Freizeit. Wir beiden sind uns auch sicher, dass auf jeden Fall wieder Gütertransport mehr passieren wird mit Antriebsmechaniken, die nicht auf fossilen Brennstoffen basieren. Das kann alles Mögliche sein. Wie auf so einem Bild hier, dass auf einmal so ein Containerschiff wieder mit so einem alten Rabesegeln segelt, von einem Drachen gezogen wird, Solaranlagen etc. Wir wissen es nicht, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, weil wir in 50 Jahren wahrscheinlich immer noch irgendwo auf der Seite wahrscheinlich sitzen und nicht auf dieser Seite stehen. Aber ja, jetzt kommt dein Auftritt. Ja, euch beiden erstmal ganz, ganz vielen Dank. 50 Jahre Boot, 5000 Jahre Entwicklungsgeschichte im Bootsbau und in den Materialien vom Einbau über die ersten Planken, die Nieten dazu und dann irgendwann den Formbau GFK hin zu jetzt Fasern aus Glas oder eben aus Naturstoffen. Sehr, sehr spannend. Ganz vielen Dank. Ich würde dich noch mal dazu fragen. Wir haben vor 4 Jahren standen wir, glaube ich, das erste Mal hier, du mit Dreamboats und so ersten Entwürfen dazu. Letztes Jahr habt ihr das erste potenzielle Serienschiff, die kleine Band, ist vorletztes Jahr. 2016 war das. 2016 sogar schon. Die erste grüne Wende sozusagen präsentiert. Inzwischen habt ihr damit einige Erfahrungen, habt einige Boote gebaut. Du jetzt auch mit Dreamboats, mit einem eigenen Label, mit einem eigenen Schiff-Prototyp, zumindest hier vor Ort, der komplett aus diesen Materialien gebaut worden ist. Das heißt, ihr macht es inzwischen vor. Vor einigen Jahren kamen noch so diese, ich sag mal, halb witzigen, halb dummen Sprüche nach dem Motto, hö, dann kann ich mein Boot danach auf den Kompost werfen. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass die gleichen
oder noch bessere Boote gebaut werden können, aber eben aus Rohstoffen, die nachwachsen und die keine Ressourcen verbrauchen sozusagen. Oh, richtig. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir haben viel mit der Hochschule, also mit den Bionikern von der Hochschule Bremen und dem Fraunhofer-Institut aus Bremen zusammengearbeitet, die Materialien auch einfach wirklich analysieren können und alle Versuche damit machen können, wie man es eben auch von den Glasfaserverbundwerkstoffen kennt. Und da mittlerweile einfach eben so viel Expertise und so viele Kennwerte über die Materialien gesammelt, dass wir die Boote eben auch anständig berechnen können. Also dass wir wirklich mit einem Konstruktionsbüro wie Jun und Frohlich da zusammenarbeiten können und die einfach genau wissen, was können die Materialien und uns eben diese ganzen Lastfälle quasi berechnen können und wirklich wir dann auch sehr optimiert so ein Boot bauen können. Und dass das nicht mehr nur Vision von zwei jungen Bootsbauern, Bootsdesignern ist und nicht mehr nur Rumspielerei von Sachen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht funktionieren. Das zeigen nicht nur eure Schiffe da drüben in Halle 15, das zeigen auch, das unterschlägst du immer, du bist nicht nur einfach nur ein junger Bootsbauer, der mal so ein bisschen rumexperimentiert. Du hast zahllose deutsche und internationale Preise dafür gewonnen. Du bist zwar im Bootsbau allein auf weiter Flur, ihr seid, wie du gerade sagtest, Alex, Weltmarktführer in dem Bereich, denn es macht sonst noch keiner, aber im Automobilbau, im Flugzeugbau und in anderen Bereichen, da kriegt ihr eure Materialien teilweise her und da wird das immer mehr schon zum Standard, was ihr jetzt in den Bootsbau bringt. Genau, richtig. Da, Zähl doch die Preise nochmal auf, komm, das hast du dir verdient. Ja, okay. Wir haben, da muss er nachdenken. Das sind schon so viele. 2018 haben wir den Ocean Tribute Award gewonnen, hier auf der Bootsmesse in Düsseldorf. 2017 den Biocomposite Award, den Bremer Umweltpreis haben wir auch 2017 gewonnen. Wir haben noch die Werkstatt N-Auszeichnung, das heißt Nachhaltigkeitsauszeichnung vom Bund bekommen. Das war 2015, glaube ich. Und bester Ausbildungsbetrieb. So, ja, okay. Letztes Jahr in der Berufsschule. Lass mal den wirklichen Applaus, komm. Der Love Your Ocean Award, Ocean Tribute Award, ist der Award der Deutschen Meeresstiftung mit der Pritzker-Bär-Stiftung aus Monaco. Das ist ungefähr so wie der Oscar der gesunden Boote. Also ein Oscar-Preisträger hier im Refill Center auf der Bootesalon. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde das toll, was ihr in den letzten Jahren, seit ihr hier seid und seit ihr auch hier ins Refill Center kommt, was dort auch an Entwicklung sozusagen bei euch, mit euren Schiffen passiert ist und mit diesen Materialien. Man kann sich das inzwischen live anschauen, vorstellen und auch segeln gehen und es funktioniert und es sieht auch einfach toll aus. Und ich habe damals gesagt, als ich in der ersten grünen Wendel drin saß, habe ich gesagt, ein weiteres Argument, das mich sofort überzeugt hat, ich komme ja aus dem klassischen Holzboot, Segeln, klassische Yachten etc., Freundeskreis. Wenn ich als Klassikliebhaber in eine neue Hanse reingehe oder eine neue, ich will jetzt hier keine Marke, Hanse, Dehler, wie auch immer, man riecht das, ne? Und das ist für einen, der groß geworden ist mit Traditionsjachten, ich habe nichts dagegen, wenn es in einem Boot so ein bisschen nach Teer oder Holz und Co. oder Leinöl oder so riecht, aber diese Ausdünstung von GFK, das ich mag es persönlich nicht so. Bei euch in so einer grünen Wendel, in so einem grünen Boot, da ist das weg. Das sind halt Naturmaterialien. Auch das, finde ich, ist ein Gewinn an Qualität im erweiterten Sinne. Ja, das liegt vor allem eben an den Hartsystemen, ja. Die sind geruchsneutral. Und das ist natürlich nur ein weiterer funktionaler Vorteil dieser Materialien. Einfach mal hingehen, anfassen, angucken, lohnt sich. Alex, letzte Frage nochmal an dich. Stichwort 50 Jahre nach vorne. Über die Materialien haben wir jetzt viel gehört, über die Designs auch. Aber sag nochmal zum Abschluss, es kommen aus diesen verschiedensten Bereichen der dann doch Hightech-Entwicklung, also fliegende Yachten, Vendée Globe, Volvo Ocean Race etc., aber auch aus dem Bereich der schnelleren Jollen, die ja auch alle in den Bereich gehen, kommen immer mehr Ideen auch zurück in den Fahrtenbereich. Und das finde ich auch ganz spannend bei euch. Ihr habt mit der Wente 39 ein neues Schiff vorgestellt, das aussieht wie eine moderne Racing-Yacht eigentlich, wie so eine Open 40 oder ähnliches. Aber es ist gedacht als wirkliches Familienboot. Du nennst das Crossover-Design. Was wird sich da in Zukunft noch weiter tun? Welche
Hightech-Entwicklungen aus der Regatta- und Co-Szene denkst du, werden auch in diesen Fahrtenbereich kommen und welche nicht? Du hast ja schon gesagt, Foils brauchst du als Segler im Fahrtenbereich nicht, aber was entwickelt sich vielleicht und wo treibt ihr vielleicht auch gerade die Leute so ein bisschen vor euch her, weil ihr mit neuen Ideen aufwartet? Wie gestern mal wieder eine sehr nette Frage. Ich stelle dir immer die komplizierteste Frage zum Schluss. Also, muss so was sein. Verrückte Konzepte. Ich sehe das so, dass der Markt heutzutage sehr gesättigt ist mit den Konzepten, die es gibt. Und ich sehe auch ein sehr geringes Potenzial in der Zukunft für diese Konzepte. Weil ich verkaufe Boote, wir haben jetzt über 111 der kleinen Bentley 24 verkauft in 3 Jahren. Wir haben heute die 6. 39er unterschrieben. Der Markt ist da, der Markt ist ganz aktiv. Aber der Markt verlangt, der Markt fordert und fragt. Ja? Und du kannst überhaupt nicht einfach dich da wieder hinstellen und sagen, ja, ich verkaufe dir hier das Boot, das kannst du auch gebraucht im Internet kaufen oder kannst du auch neu kaufen von mir. Das bringt nichts in meinen Augen, sondern wir erstellen Konzepte, wo jemand vor uns steht und sagt, das kann ich nicht kaufen, das gibt's nicht, das ist neu, das ist frisch. Das sind Ideen, die irgendwie vom Vondee-Segeln, von den Ocean Racing reinkommen. Warum kann ich nicht so eine Hutze oben auf meinem Boot drauf haben? Ja? Das haben wir bei der Bente damals schon angefangen und haben irgendwie gesagt, wie geil ist das? Du eliminierst diese olle Persenne, diese Kuchenbühne ist weg auf einmal. Das Ding ist auch schlag- und schussfest Makralon gebaut. Kann nichts mit passieren, das kannst du auspolieren, das Ding. Schwupps, und auf einmal wird es als normal wahrgenommen. Wenn wir uns andere Entwicklungen auf der Bente 39 angucken, ist das Speedpotenzial. Ich habe klar gerade gesagt, ich segel gerne auf der Elbe mit 5 Knoten. Aber was mache ich mit 40-Füßer? Ich segel damit lange Strecken. Ich mache mit 40-Füßer mit 2,55 Meter Tiefgang, mache ich nicht die kleine Ostseerunde in der dänischen Sitzsee, das mache ich nicht, sondern ich fahre 2,5 Tage mit dem Ding von Heiligenhafen nach Stockholm hoch. Wenn ich Glück habe, bin ich sogar noch schneller da und ich Spaß auf rechts am Boot lang rum. Das ist für mich zum Beispiel, was in der Zukunft passieren wird. Wir können viel schneller mit den Booten segeln, wir können viel größere Distanzen überwinden, wir können schöne kleine Details übernehmen, so wie dass wir bei der Bente 39 keine Faltenklemmen mehr in dem Sinne haben, sondern so Konstruktoren haben. Dafür könnt ihr alle gleich zu Kohlhoff gehen, hinter euch, und euch das erklären lassen, was das ist. Aber es sind keine Faltenklemmen mehr in dem Sinne. Wir haben überall nur noch Dyneema dran. Das heißt, das Boot ist viel sicherer. Das hört sich jetzt komisch an. Warum Dyneema sicherer? Ich sehe es, ob es kaputt ist, ich tausche das zwar mal aus, aber es ist viel leichter, so ein Soft-Schäkel, den kann ich mir 100 Mal am Kopf haben. Ja, würde ich das machen mit Metallschäkel, wäre langweilig. Und das heißt, solche Sachen... Ja, teuer. Und solche Sachen kommen jetzt immer mehr rein. Und viele, viele in dieser Branche verschließen sich davor, das ist einfach, ja, viele schöne Sachen. Und die kommen auch in den Fahrtenbereich zurück. Euch beiden ganz, ganz vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Friedrich Daimann von Greenboats, Alexander Frohlich von Bente Yachts. 50 Jahre Boot, wie es war und wie es vielleicht werden wird. Dankeschön.